Hi Leute, heute gibt es drei konkrete Tipps für dich, die du anwenden kannst bei Heißhungerattacken. So, und zwar möchte ich dir heute direkt drei konkrete Tipps an die Hand geben bei Heißhungerattacken. Ist unglaublich wichtig. Kannst du einfach direkt umsetzen. Ist jetzt übrigens den Monat auch Thema im neuen Mitgliederbereich. Und ich bin auch super gespannt auf deine Fragen, wo du vielleicht noch Probleme hast und wo ich dir dann nochmal konkret weiterhelfen kann. So, jetzt aber zum ersten Punkt. Punkt Nummer 1, wenn du Heißhungerattacken hast, ist erstmal immer was im Haus zu haben. Das ist so diese Grundregel. Weil wenn du Gelüste hast, solltest du die auch immer gesund und lecker stillen. Dafür habe ich auch ein extra PDF, gibt es auf meiner Webseite, kannst du dir kostenlos runterladen. Das ist eine PDF-Seite, wo ganz klar aufgelistet ist, Ampelsystem bei Fett, Zucker, Salz, was du da machen kannst, wie du schrittweise zu gesünderen Lebensmitteln da kommen kannst. Zum Beispiel von einem denaturierten Öl hin zu natürlichen Fettquellen wie Nüsse, Samen, Saaten und so weiter. Also das ist der erste Tipp. Hab da immer was im Haus, was auch wirklich lecker ist, was gesund ist und wo es dann völlig egal ist, ob du dich daran auch noch ein bisschen überisst, wo deinem Körper einfach nicht so viel schadet. Das kann sowas sein wie Chiasamen oder Leinsamen, die du daheim hast, wo du dir einen Pudding draus machen kannst mit zum Beispiel tiefgefrorenen Früchten, Erdbeeren, Brombeeren, Heidelbeeren, Himbeeren, Sauerkirschen oder alles Mögliche, was dir eben beliebt, welche Sorte du da magst. Kannst du dir einfach einen Pudding machen draus, ein paar Datteln noch dazu und mixen mit den Chiasamen und Wasser. Schmeckt super lecker. Banane ist auch eine super Möglichkeit, also man kann Bananen tief frieren und mixen. Super einfach, super lecker. Kannst noch Kakaopulver dazu tun, Kokoschips, all solche Sachen kann man dann da haben, um gesund Gelüste zu stillen. Also sowas ist der erste Tipp, wirklich immer im Haus zu haben. Tipp Nummer 2 ist, viel Grün zu essen. Durch die vielen überzüchteten Früchte ist es häufig so, dass man in so eine Fressschraube reinkommt und dann immer weiter essen möchte. Da kommt keine natürliche Sperre mehr. Ist dann wichtig, eher auf natürlichere, ursprünglichere Obstsorten zurückzugreifen, wo zum Beispiel auch noch Samen drin sind. Also Seedless ist so eigentlich das Schlechteste, was du immer kaufen kannst, weil die sind unter Garantie gezüchtet, weil wie soll sich was vermehren ohne Samen in der Natur? Und ja, diese sind einfach hoch gezüchtet, also halte dich da lieber von fern und greif dann lieber zu ursprünglicheren Sorten, beziehungsweise wenn du häufig Fressattacken hast, dann greif eher zu viel Grün. Also du kannst Wildkräuter sammeln gehen. Ganz konkret, geh raus. Jetzt fängt bald hoffentlich der Frühling wieder an und draußen sprießt alles. Und gerade Brennnesseln ist super einfach, erkennt jeder. Und all diese gängigen Sachen eben. Brennnesseln ist noch auch einigermaßen mild oder Bärlauch, was auch immer dir da beliebt dann. Und weiterhin eben Sprossen, eine super einfache Möglichkeit. Alfalfa-Sprossen finde ich für den Anfang immer super lecker. Kann man überall zwischen rein tun, in Salat rein. Viel Grün essen hilft wirklich dabei, nicht diese Heißhungerattacken zu haben. Du bist für eine längere Zeit mal gesättigt. Also Grün, kräftigere Sachen, auch Nüsse, Samen, Saaten, wo der Körper dann gut aufbauen kann und eben gesund. Also das war der zweite Tipp. Tipp Nummer 3 ist, die Ernährung langsam umzustellen. Schrittweise umzustellen, so wie ich es auch in den Büchern empfohlen habe, die ich habe. Diesen Prozess der Entgiftung bewusst machen. Also viele, die hier den Kanal schauen, wissen vielleicht schon, was Entgiftung bedeutet, was deinem Körper abläuft, so einigermaßen. Aber das ist eine Grundlage, damit du verstehst, warum du Heißhungerattacken hast. Und wenn du dann die Ernährung umstellst, gerade wenn du frischer, vitaler, gesünder dich ernährst und dich dann wunderst, jetzt hast du ständig irgendwelche Heißhungerattacken auf irgendwelche total ungesunden Sachen. Es ist wichtig zu wissen,
was Entgiftung bedeutet. Und nur kurz zusammengefasst, es ist nicht ganz so stark wie bei, ich möchte den Vergleich jetzt nur bringen, damit du verstehst, was da passiert. Wenn du solche Sachen wie E-Nummern zu dir genommen hast, das ist jetzt sowas, was normal nicht in der Natur vorkommt, Glutamat, E-Nummern, all diese denaturierten Sachen, dafür ist unser Körper eigentlich nicht geschaffen, die zu verarbeiten. Und all solche Fremdstoffe, solchen Zellabfall, der wird eingelagert im Körper. Und das heißt auch, wenn du den Körper wieder reinigst und ihm die Möglichkeit gibst, durch Fasten, durch eine gesündere, vitalere Ernährung, dann scheidet er all diese alten Sachen aus und du hast dann plötzlich Gelüste eventuell, weil der Körper die wieder ausschaltet. Das ist wie bei jemandem, der ja Alkoholiker ist, der mit Drogen, anderen Drogen zum Beispiel, die gewöhnt sind. Wenn der Körper daran gewöhnt ist und man hört jetzt auf, die zu essen, und solche E-Nummern sind eben in einem gewissen Maße eben genau das Gleiche wie mit solchen Substanzen. Und wenn du zum Beispiel einem Heroinsüchtigen plötzlich den Stoff wegnimmst, dann hat der erstmal starke Entzugserscheinungen. Und das ist bestimmt nicht, weil der irgendeinen Mangel an Heroin hat oder irgendeinen Mangel an einem Nährstoff. Genauso haben wir keinen Mangel an dem Nährstoff, wenn wir solche Heißhungerattacken auf Chips haben oder irgendwelche total ungesunden Sachen. Es gibt auch genauso viel gesunde Sachen, die total lecker sind. Und darum geht es, das schrittweise umzustellen. So. Diese Heißhungerattacken kommen eben von der Entgiftung. Da kannst du schauen, gibt es sehr gute Quellen, zum Beispiel auf meiner Webseite von Professor Arnold Ehret. Der hat da sehr schöne Schriften, die kannst du dir kostenlos, unter den kostenlosen Downloads findest du die, kannst du dir durchlesen. Und er hat auch zwei Bücher, die habe ich auch in den Buchempfehlungen, sind unten drunter in der Infobox. Es ist sehr gut, um das Grundverständnis von der Entgiftung zu verstehen. Und dann verstehst du auch, warum du Heißhungerattacken genau auf eine Pizza hast, die du früher gegessen hast, genau auf die Chips, die du früher gegessen hast. Es kommt einfach daher, weil der Körper diese Sachen wieder ausscheidet, wenn du dich gesünder ernährst, wenn du vitalere Sachen zu dir nimmst. Eigentlich war er eben gar nicht dafür geschaffen, solche Sachen zu sich zu nehmen und kann die gar nicht richtig verarbeiten. Dementsprechend werden die auch nach Jahren häufig noch ausgeschieden. Und das sollte dir einfach bewusst sein. Und deswegen solltest du auch dann langsam die Ernährung umstellen, weil wenn du zum Beispiel stark reinigende Lebensmittel verwendest, zum Beispiel viel Früchte isst, dann haut der Körper das alles auf einmal raus und du bist völlig überfordert und hast Heißhungerattacken auf alles, weil der Körper alles wieder ausscheiden möchte, all diesen alten Zellabfall. Entdeck neue Rezepte, die sind super lecker, wie gesagt in den Büchern. Auf meiner Webseite findest du auch einiges. Ganz einfach. Für mich war immer der Genuss im Vordergrund. Entdeck jede Woche, setz dir zum Beispiel einen Tag konkret und sag, hey, da entdecke ich ein neues Gericht. Das mache ich. Es gibt tausende von perfekten, leckeren, vitalen, gesunden, vollwertigen Rezepten mittlerweile überall. Schau da rein, mach das einmal in der Woche. Das war Tipp Nummer 3. Und um noch einen draufzusetzen, mache ich noch einen vierten Tipp. Auch ein sehr wichtiger Punkt, den viele vergessen bei Heißhungerattacken, ist das emotionale Essen. Als vierter Punkt. Emotionales Essen. Häufig essen wir nicht, weil unser Körper Signal danach dazu gibt, sondern weil wir emotional Probleme nicht verarbeitet haben. Dieser Satz. Dinge in sich hineinfressen. Warum frisst du das in dich hinein? Spuck's doch aus. Es ist so viel mit dem Essen verbunden, die Emotionen. Und wenn wir Sachen verdrängen, das nicht richtig wahrnehmen, dann ist das ein Riesenpunkt. Und das ist ein langsamer Prozess, das wieder zu lernen. Das schafft man mit einem bewussteren Umgang beim Essen, indem man auch langsamer isst. Also du kannst ganz konkret langsamer essen, kauen. Langsam mal kauen, du kannst dich vor dem Essen mal hinsetzen.
dir einfach mal bewusst machen, wo dein Essen herkommt, wie ist es gewachsen, wo kommt dieser Apfel her, den du hier in der Hand hältst, wie hat die Sonne drauf geschienen, wer hat den gegossen, wie ist der zu dir gekommen. Und dann entwickelst du eine ganz andere Dankbarkeit für das Essen, ein ganz anderes Bewusstsein, kannst auch mehr reflektieren, wenn du dementsprechend dann langsamer isst, hey, warum esse ich gerade? Esse ich hier, weil ich Hunger habe? Oder bin ich schon längst satt? Aber ich muss irgendwie noch, ich habe noch diesen Drang. Und da gilt es einfach wirklich über die Wochen, Monate, Jahre hinweg immer mehr das Bewusstsein zu schaffen, dass du immer mehr beobachten kannst und hey, jetzt esse ich emotional und dann kannst du schauen, diese Emotion mal anzuschauen. Und wenn du diese Emotion mal anschaust, was da eigentlich ist, was du vielleicht durch das Essen verdrängen möchtest, dann hat sich das mit dem Essen oft danach schon erledigt. Also dazu gibt es auch verschiedenste Techniken, Atemtechniken, Meditationen, die du in den Alltag integrieren kannst. Super einfache Mittel. Ich habe da auch einige Videos auf meinem Kanal, schau dich dann nochmal durch. Und die kannst du eben in deinen Alltag einbauen. Dann lernst du mit den Emotionen umzugehen, die zu beobachten, einfach mal da sein zu lassen. Und dann erledigt sich das auch immer mehr mit den Heißhungerattacken. So, ich hoffe, die vier Tipps haben dir weitergeholfen. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben und abonniere natürlich den Kanal. Und wenn du noch mehr wissen willst, wenn du noch Fragen zu Heißhungerattacken hast, dann ist es eben so, dass jetzt diesen Monat, wie gesagt, auch in unserem Mitgliederbereich das Thema Heißhungerattacken dran ist. Und in dem Gruppencoaching, da werde ich dir nochmal einen kurzen Input geben. Und danach kannst du all deine Fragen zu Heißhungerattacken noch loswerden. Und ich kann die dir hoffentlich alle bestens beantworten und dich dann auch weiterbringen auf deinem Weg, dass du da dauerhaft in den gesunden, fitten und vor allem glücklichen Zustand kommst. Schau da einfach rein. Der Link ist auch unten drunter vom Mitgliederbereich. Und dann freue ich mich, dich da wieder zu sehen. Das ist jetzt schon am Mittwoch, 20. diesen Monat, Thema Heißhungerattacken. Und ansonsten wünsche ich dir noch einen wunderschönen sonnigen Tag und genieß das Wetter. Mach's gut, ciao!